Die katholische Messe, welche am 29. Februar in der protestantischen Calvin-Kathedrale hätte stattfinden sollen, wurde aufgrund des Coronavirus abgesagt. Auf der Webseite reforme.ch können wir dazu Folgendes lesen. Die Messe, die an diesem Samstag, dem 29. Februar, in der Kathedrale Saint-Pierre in Genf stattfinden sollte, wurde an diesem Freitag abgesagt, da der Bundesrat vorsorglich beschlossen hatte, alle Versammlungen von mehr als 1000 Personen zu verbieten. Die Nachricht fiel plötzlich am Freitagnachmittag, dem Tag vor dem historischen Ereignis, das an diesem Samstag, dem 29. Februar, in der Kathedrale Saint-Pierre in Genf stattfinden sollte. Ich denke, viele, die das gelesen haben und selber auch davon überzeugt sind, dass so etwas nicht mit Gottes Wort übereinstimmt, in der Absage dieser Veranstaltung ein göttliches Zeichen sehen. Zumindest lesen wir dies so in diesem Artikel von dieser Dame hier, auf der Webseite Le Blog, welche eine Partnerseite des Tribune de Genève ist. Ihr Name ist Anne Sondre. Sie schreibt Folgendes. Protestanten, die gegen die Abhaltung einer Messe in der Kathedrale Saint-Pierre protestierten, freuten sich, denn es wurde wegen des Coronavirus abgesagt. Sie mögen es als ein Zeichen von John Calvin gesehen haben, und diejenigen, die zögerten, sich zu beteiligen, mussten sich diese Frage nun nicht mehr stellen. Doch zurück zum vorigen Artikel. Dort lesen wir nämlich, zum ersten Mal seit 500 Jahren sollte in dem protestantischen Gebäude, dem Mekka der Reformation, in dem der Reformator Calvin selbst gepredigt hatte, eine Messe abgehalten werden. Die Coronavirus-Epidemie brachte jedoch die Pläne der reformierten und katholischen Kirche von Genf durcheinander, die ein starkes ökumenisches Signal aussenden wollten. Denn der Bundesrat hat am Freitag, 28. Februar, beschlossen, Veranstaltungen von mehr als 1000 Personen in der ganzen Schweiz zu verbieten. Vikar Pascal Destieu, der den Gottesdienst leiten sollte, bestätigte die Entscheidung. Die Messe am Samstag wird abgesagt. Wir hatten 1500 Personen erwartet. Wir sind natürlich verpflichtet, die getroffenen gesundheitspolitischen Entscheidungen zu befolgen. Wie hat der Abt die Nachricht aufgenommen? Zusammen mit den Verantwortlichen der Evangelischen Kirche von Genf haben wir beschlossen, die Veranstaltung sofort zu verschieben, so dass sie nicht abgesagt, sondern vorübergehend auf Samstag, den 30. Mai, den Pfingstsamstag, verschoben wird. Wie heißt es so schön? Aufgeschoben heißt nicht aufgehoben. Jedoch würde es mich nicht verwundern, wenn auch dieses Datum wieder verschoben werden muss. Ich hoffe, dass jeder Einzelne, der an der Planung an dieser Veranstaltung beteiligt ist, aber auch die zu erwartenden über 1500 Menschen, die an dieser Messe teilnehmen sollen, dass sie in der Verschiebung dieses Ereignisses einen Wink des Himmels sehen mögen und sich wieder einmal mehr darüber bewusst werden und darüber nachdenken, um was es ihm eigentlich bei dem Ganzen geht. Denn wenn man sich offen dazu bereit erklärt und dazu noch als Protestant, um ein starkes ökumenisches Signal abzugeben, unseren Heiland in der Messe zu opfern und buchstäblich zu verzehren, dann muss man sich an dieser Stelle wirklich die Frage stellen, ob Ökumene wirklich die Einheit ist, um die Christus in Johannes 17 bei seinem Vater bittet. Denn wenn ökumenische Einheit bedeutet, dass wir es einem katholischen Priester, der beansprucht, Christus vom Himmel herabzuholen in ein Stück Brot, erlauben, Christi Opfertod am Kreuz in jeder einzelnen Messe buchstäblich zu wiederholen. Können wir da als Protestanten wirklich an so etwas teilhaben wollen? Hoc est enim corpus meum, das ist mein Leib. Gott ist in den Gestalten von Brot und Wein für uns wirklich gegenwärtig. In meiner Hand hier halte ich das dafür notwendige liturgische Gerät, Kelch und Patene. Sie sind kunstvoll gestaltet, goldverziert, mit feinen Zäsellierungen. Ihre Bedeutung erhalten beide Dinge durch die Verwendung während der Feier der Heiligen Messe, durch die Wandlung der Gaben. Und genau hier kommt es zum Schwur. Glauben wir an einen liebenden Gott, der sich uns Sonntag für Sonntag selbst schenkt? Nutzt doch die aufgeschobene Zeit dazu, um mal wieder darüber nachzudenken,
was Christi Tod am Kreuz für jeden einzelnen von uns als Christen im Eigentlichen bedeutet. In dem Buch Der rettende Weg lesen wir: Das Herz Gottes sehnt sich nach seinen Kindern auf dieser Erde mit einer Liebe, die stärker ist als der Tod. Mit der Preisgabe seines Sohnes schüttete er in diesem einen Geschenk den gesamten Himmel über uns aus. Über dieses unglaubliche, wunderbare Opfer, das für uns gebracht wurde, können wir immer wieder nur staunen. Wie groß sollte doch unsere Wertschätzung für den unendlich hohen Einsatz und die Anstrengungen sein, die der Himmel für die Rückgewinnung der Verlorenen aufwendet. Ich möchte mit ein paar Zeilen aus dem Buch Christus ist Sieger abschließen. Die Gnade Gottes zeigt sich in seiner großen Geduld. Er hält seine Gerichte zurück und wartet, bis die Warnungsbotschaft an alle ergangen ist. Siehe Matthäus 24, Vers 14. Viele haben die prüfenden Wahrheiten für diese Zeit noch gar nicht gehört. Der letzte Gnadenruf muss noch vollständiger in unserer Welt erschallen. Der schreckliche Zustand unserer heutigen Welt kann andeuten, dass der Tod Christi anscheinend beinahe vergeblich gewesen ist und Satan triumphiert hat. Doch wir sind nicht getäuscht worden. Trotz des anscheinenden Triumphs Satans auf der Erde führt Christus seinen Vermittlungsdienst im himmlischen Heiligtum weiter. Siehe Hebräer 8, 1 und 2. Wenn wir sehen, wie sich die Vorhersagen erfüllen, sollte unser Vertrauen in den endgültigen Sieg des Reiches Christi wachsen. Wir sollen die uns verordnete Arbeit mutig anpacken. Lasst uns durch den Wohlgeruch unserer Sprache und den Adel unseres Charakters deutlich machen, dass wir in der großen Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse auf der Seite Christi stehen. Lasst uns unser Vertrauen in den Triumph des Kreuzes von Golgatha äußern. Alle unsere Gemeindeglieder sollen sich dafür entscheiden, dass Wahrheit und Gerechtigkeit in ihrem Leben verdeutlicht werden. Ich wünsche euch Gottes Segen.